Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Heute erzähle ich die Nummer mit dem Robert, der mit mir bei dieser pharmazeutischen Großhandlung gearbeitet hat. Und das Wochenende. Also, da hatten so, ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich glaube so um 6 Uhr hat man Feierabend, 18 Uhr. Da haben wir in der Mittagspause, ist er telefonieren gegangen und hat mit den Leuten abgesprochen, wie es ausschaut, ob sie dann da sind oder nicht. Und da waren dann ein paar Leute da, die wir dann in Germering getroffen haben. Robert und ich haben jeweils einen Trip eingeschmissen, so ein Paper. Das waren, glaube ich, damals Zippis oder Erdbeeren. Irgendwas in der Richtung. Ist ja eigentlich im Endeffekt auch egal, welches Lot da drauf ist. Wir waren auf der Spaßebene. Weniger auf der Kopfebene, wo man total irre wird, sondern echt funny. Wir haben gelacht ohne Ende. Das war so lustig. Das war schon die Fahrt dorthin. Ja, von der Arbeit nach Germering. Robert und ich waren schon so neben der Spur gestanden, wenn wir da ankommen sind, dass alles spät war. Wir haben gerade noch ein bisschen artikulieren können mit den anderen, sind dann zu einer Tankstelle. Wir sind zur Tankstelle marschiert und dort haben wir Bier, einen ganzen Träger gekauft. Beim Rausgehen, über die Straße gehen, haben wir so lachen müssen. Ich habe so kalt vor lauter Lachen, dass wir da erst einmal abgestellt haben und beide auf dem Gehweg gelegen sind und uns gekullert haben auf dem Boden vor lauter Lachen. Das war unglaublich. Die anderen sind schon weiter vorgegangen, weil da ist der Trip noch nicht eingefahren gewesen. Ja, da kam sie langsam erst, aber uns war da gerade im ersten Höhepunkt. Das war so krass. Dann steht da plötzlich so ein Typ da mit Dreadlocks, die waren ein bisschen krass eklig filzig, also nicht schön filzig, sondern eklig filzig. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch gerade Dreadlocks gehabt, da frisch gemachte, die sahen natürlich dementsprechend aus, also wie so eine Palme. Und er sagte, hey, egal wie lustig, Leute, passt auf, hier in der Nähe ist ja gleich die Polizei und macht halt gleich wieder Panik. Hey. Das hat uns ein bisschen runter und Dämpfer verpasst, wir sind ein bisschen runtergekommen, weil er halt rechts hat auch, aber war eine seltsame Nummer. Wir haben uns im Träger gepackt und sind halt raus aus der Stadt und Richtung See und dann geht man halt auch ein Stück lang so eine Zubringerstraße, wo man ein bisschen schneller fahren darf auch und der Gehweg ist schön abseits davon, dass man halt auch Schlangenlinien laufen kann und weiß auch nicht. Wir haben da 4-5 Mal absetzen müssen, weil wir uns auf den Boden legen haben müssen vor lauter Lachen, weil wieder immer so ein Schmarrn durch den Kopf geschossen ist. Ich muss sagen, Robert hat auch einen derben Humor, das geht voll in meine Richtung, also wir haben uns sehr gut immer ergänzt bei diesen Witzchen und dementsprechend lustig war es halt. Am See endlich ankommen, es war halt ein später Nachmittag, es war Spätsommer, die Sonne stand im Rücken. Der See ist schön beleuchtet gewesen und da waren halt ein Haufen Plätze, wo lauter junge Leute überall. Die Badegäste haben sich schon langsam verpisst und dann waren halt nur noch die Jugendlichen da und die jungen Leute, Heranwachsenden. Die Jugendlichen haben sich dann auch langsam verpisst, wo es immer dunkler worden ist. Da waren halt bloß noch, ja, es kann schon sein, ein paar ab 17. Die meisten waren aber, glaube ich, schon volljährig, die da rumgelaufen sind. Also ich war es auf jeden Fall. Und da war einer dabei, der hieß Max. Und dessen Freundin, glaube ich, auch noch nicht volljährig. Die hat auch keine Trips genommen, die hat auch nicht mitgekifft, sondern die hat Alkohol getrunken. Die war stockesratze voll besoffen und stinkesauer, weil er einen Trip geschmissen hat und ein paar andere Leute halt, die sie alle kennt, die kannte ich alle nicht, das waren Freunde von ihr. Und ich war halt mit dem Robert da und einem anderen paar Freunden. Der Markus war dabei, von dem erzähle ich euch ein anderes Mal noch. Ja, und dann war das halt so, dass sie, es war kühl abends, war es kalt und wir saßen da halt um so ein Lagerfeuer rum und sind da immer näher rangerückt, umso mehr das zugangen ist. Und sie schmeißt sich da plötzlich voll rein, ah, ist das schön warm, die Haare zack voll in die Glut rein und oh, wir reißen sie auf Trip, reißen sie da noch raus und sie hat halt da so einen Ast in die Haare drin hängen und die waren halt alle, ja, ziemlich wirde Haargrad, weil sie halt besoffen war und so rumgeflippt ist und dann liegt sie da so auf dem Boden und einer steigt ihr auf die Haare drauf und tritt halt da den Ast aus auch gleichzeitig, das war voll Panikaktion und da habe ich dann ein bisschen einen Filmriss, ich weiß nicht mehr genau, wie sie dann wieder weg ist.
Auf alle Fälle ist da noch so ein Besoffener vorbei, so ohne Zähne im Mund, der da in dem See irgendwo in der Nähe hat, der übernachtet. Und Pele vom See, Pele ist dann, oh mein Schick, da bin ich immer dabei. Und rennt weiter. Ich sitze da mit dem Robert, wir schauen uns an und wir lachen halt wieder, weil wir ständig einen Lachflash haben. Und ja, Alter, der andere war der blaue Klaus, das habe ich dann später erfahren, wo man mit dem Bierträger und der Pele vom See. Ja, aber ist alles harmlos, aber schon lustig. Und ja, und in Bayern hat man ja immer ständig ein bisschen Angst und Paranoia-Geschichten und Angst vor der Polizei. Und da war es ja bei mir auch so, immer ein bisschen Angst. Und ich meinte, der Robert und auch die anderen, die da wohnen, macht da keine Sorgen, Alter, macht da keine Sorgen. Die Polizeistation, die für uns zuständig ist, wenn die kommen, dann sehen wir sie schon von da hinten. Und die hinterm Berg ist eine andere zuständig, aus Fürstenfeldbruck. Die interessiert sich nicht dafür, was hier vorne passiert. Die fahren auf der anderen Bergseite rum. Und ab da war es halt um mich auch schon wieder geschehen, ey. Dann war es mir schon wieder scheißegal alles, weil der Trucker wieder richtig gefahren ist. Da war wieder eine Flutung, wo die Optik auch krass ist und ich schon wieder längst vergessen habe, was die mir überhaupt erzählen wollen. Ja, auf alle Fälle sind wir halt dann da in der Asche auch rumgesessen. Ich habe eine schwarze Lederhose angehabt und schwarze Klamotten schon. Die anderen, weiß ich nicht, bunte Sachen, glaube ich. Robert hat auch immer schwarze Sachen an, Kartose und so. Auf alle Fälle waren wir auch im Gesicht alle voller Ruß und dreckig ohne Ende und sind dann zum Germeringer Bahnhof gekommen, wo wir zum Markus noch fahren wollten. Der hat in der WG gewohnt mit ein paar Schwulen, die halt auf Ecstasy auch waren und auf Koks. Und ja, wo es halt kein Problem gewesen wäre, wenn wir da eingelaufen wären. Markus war nicht schwul, wenn er das jetzt denkt, da hat er bloß gewohnt. Wir waren halt alle open mind schon, sind wir auch heute noch. Hoffe auch, dass der Markus das noch ist, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Auf alle Fälle haben wir da richtig geile Zeit gehabt. Wir sind halt dann zur S-Bahn, und dann fährt da keine mehr. Typisch München halt, weißt du, wo halt nachts nichts mehr fährt, wo du halt dann schauen musst, bis du heimkommst. Und dann sind wir halt Taxi gefahren. Die Taxifahrerin, die hat uns einsteigen lassen, wir sind da mit zwei Taxis hingefahren, haben brav bezahlt und plötzlich flippt die aus, weil die Sitze schmutzig sind. Hä? Und dann sagt der andere, ja, bist du selber schuld, was nimmst du die auch mit? Bei uns war es komischerweise nicht so dreckig, aber da, wo der Markus drin gehockt ist, mit seinen Shorts und total verplant steht er da, weiß nicht, was los ist, weil wir auch gesoffen haben, wir haben Trips drin gehabt und gekippt wie die Blöden. Also es war schon, ja, richtig krasse Nacht. Und als wir dann da gestanden sind, waren wir froh, dass sie dann doch keine Polizei holt und wir ganz normal bloß die Fahrt bezahlen haben müssen. Und dann haben wir ihr halt noch einen Fünfer extra gegeben und uns entschuldigt, fand sie zwar nicht prickelnd, aber ja, hat sie halt dann mitgenommen, das Ganze. So war der Tag da, nachdem wir Tage davor ständig auf irgendwelche Pillen waren, haben wir halt da ein paar Trips eingeschmissen. Das war, ich glaube, 2,5 was an dem Abend bei mir am Ende. Und beim Robert bestimmt 3 oder 4. Da habe ich dann auch die Franzi kennengelernt, mit der ich später nach Holland gefahren bin. Krass, wie es so ist, gell? So spielt's halt. Tja, und bevor jetzt irgendeine Staatsmacht meint, müsst ihr mich anzeigen. Leute, vergesst es, das ist alles schon über 20 Jahre her. Ha. Ist schon krass lang her, aber damals hat man auch schon genauso gefeiert wie heute, nur haben wir andere Musik gehört. Heute heißt es halt eher so bum 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 bum, Techno oder House. Und wir haben halt damals in der Cosmic gehört oder Pink Floyds oder auch mal ein bisschen abgespacede Musik, wie Brain Ticket oder sowas, aber definitiv haben wir keinen Techno gehört, weil Techno gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Trotzdem war es eine geile Nacht. Okay Leute, das war's für heute und ja, ich hoffe es hat euch unterhalten ein bisschen, dann bitte einen Daumen nach oben, wenn es euch so gar nicht gefallen hat, Daumen nach unten, aber dann bitte einen Kommentar, was es ist und ja, von daher, Peace, bis zum nächsten Mal.